Und ich freue mich sehr, jetzt erstmal ein Zitat vorlesen zu dürfen, das sehr, sehr gut passt und von Kim Leopold auch stammt. Und zwar: Das Schreiben und Veröffentlichen ist für mich mehr als ein Job. Es ist meine Leidenschaft, mein Warum. Mein Grund, morgens mit Freude aus dem Bett zu fallen, obwohl ich abends zu lange am Schreibtisch gesessen habe. Ich glaube, es können sehr, sehr viele Schreibende nachvollziehen und ich denke, es können auch viele aus Leserperspektive nachvollziehen, wenn man irgendwie zu lange an einem Buch gesessen hat und dann einfach ja, sich quasi schon gefreut hat, am nächsten Morgen wieder mit Freude aufzustehen. Und noch kurz ein paar Infoworte zu Kim. Ich persönlich kenne Kim von Instagram, einige von euch sicher auch. Sie ist da auch sehr aktiv und ihre Reise in der Welt der Bücher begann auch 2015, so wie meine. Bei ihr aus einem etwas traurigeren Grund. Und zwar hat sie kurz nach ihrem Bachelorabschluss die Brustkrebsdiagnose bekommen. Und da sie dann so ein bisschen gemerkt hat, dass es sich nicht lohnt, auf die Träume zu warten, hat sie beschlossen, das alles mehr selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, nicht unglücklich zu werden, sondern das einfach anzugehen und sich ihre Träume und Erwartungen zu erfüllen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Deshalb freue ich mich sehr, jetzt die wundervolle, inspirierende Kim im Studio zu haben und interviewen zu dürfen. Hallo. Ja, hallo, hallo zusammen. Schön, dich mal so zu sehen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Aufgeregt, aber so muss das auch sein, glaube ich, an so einem schönen Abend. Ich habe schon die ganze Zeit zugehört, hat echt viel Spaß gemacht bis hierhin. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch sehr, dass du Teil davon bist. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen was über deinen Background erzählt. Du bist 2015 auch in die Buchwelt gestartet, aber wann genau hast du angefangen zu schreiben? Schon deutlich früher. Also ich habe schon während der Schulzeit geschrieben. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal meinem Deutschlehrer eine Geschichte von mir gegeben und ich warte immer noch auf sein Feedback. Also Herr Böhling, falls Sie sich nochmal irgendwann melden wollen, ich höre gerne zu. also von daher, ja, ich bin schon sehr früh eingestiegen, aber dann kam eben die Brustkrebsdiagnose. Hatte das vorher, das Schreiben, so ein bisschen aus den Augen verloren wegen meines Studiums. Und ja, mit dem Brustkrebs kam dann eben auch diese Entscheidung, okay, bevor ich jetzt irgendwie, bevor alle Stricke reißen, möchte ich auf jeden Fall noch ein Buch veröffentlichen. Und so startete dann quasi meine Reise ins Self-Publishing erst und ja, dann auch wenig später in die Verlagswelt, richtig. Das ist super inspirierend, weil ich glaube, es ist, also ich kann natürlich jetzt nur aus dem Blick von außen sprechen, aber ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor, dann direkt mit so viel Energie so ein Mammutsprojekt wie ein Buch anzupacken. Also Respekt erstmal an dich. Und die Reihe, aus der du heute auch vorlesen wirst, heißt How to be Happy. Und zumindest ist der Reihentitel so. Aber ich habe vorher noch ein Zitat, das fand ich sehr, sehr schön. Das ist dein Lebensmotto, habe ich erfahren. Und zwar: Ziele nach dem Mond. Wenn du ihn verfehlst, landest du immerhin bei den Sternen. Was steckt dahinter? Hat das deine Reihe irgendwie beeinflusst oder dein Schreiben? Ja, dadurch, dass ich ja eben schon so früh, also mit 23 Brustkrebs hatte, habe ich eben auch sehr schnell gelernt, dass ich eigentlich nicht wirklich was zu verlieren habe, außer jetzt vielleicht mal ein bisschen Geld, wenn irgendwie alles ein bisschen blöd läuft. Von daher konnte ich quasi so meine Ambitionen, die ich so im Hinblick aufs Schreiben habe und auf die Selbstständigkeit, die verfolge ich auch immer sehr ja, streng mit mir selbst manchmal schon fast. Und versuche da eben auch sehr viel zu erreichen. Ich versuche mich mit jedem Buch zu verbessern. Ich versuche mehr Menschen zu erreichen, professioneller zu werden mit jedem Buch. Und letzten Endes ist es aber eigentlich was ganz anderes, was zählt, nämlich die Menschen, die dann die Bücher lesen. Natürlich würde ich gerne tausende Menschen mit einem Buch erreichen, aber wenn am Ende ein Mensch mein Buch zuschlägt und aufsteht und sein Leben verändert, weil er so inspiriert davon gewesen ist, ja, dann bin ich im Prinzip bei den Sternen gelandet und das war es dann alles wert. Ja, das klingt total schön und ich hoffe, dass einer dieser Menschen, den du erreichen wirst, dein Deutschlehrer sein wird, der gleich bei dieser Lesung zuhört und so denkt, hätte ich damals mal geantwortet. Du wirst jetzt gleich aus How to be Happy Falschensturm lesen. Ich habe gesehen, du hast es jetzt sogar schon in der Hand. Magst du uns vorher noch irgendwas über die Reihe erzählen? Was müssen wir noch wissen? Ja, How to be Happy ist quasi meine erste Reihe, mit der ich eingestiegen bin. Falschensturm ist der 5. Band. Die lassen sich alle unabhängig voneinander lesen. Im 5. Teil geht es um einen Star-Geiger namens Maddox Madness. Das ist sozusagen sein Pseudonym. Und der ist im 3. Teil schon mal aufgetaucht als Förderer so von YouTube-Stars, von Künstlern, so ein bisschen alternative Szene in New York. Und er gründet jetzt 5 Jahre später nach den anderen How to be Happy Büchern ein Sommercamp in den Hamptons, in dem er ja quasi benachteiligten Kindern eine musikalische Ausflucht
geben möchte. Und dort bekommt er unter anderem Unterstützung von Violet, die er schon vorher getroffen hat. Und ich habe euch jetzt eine Szene mitgebracht, quasi, wo sie sich das erste Mal wieder im Sommercamp treffen. Da gibt es gerade ein Lagerfeuer mit allen Angestellten und die beiden führen jetzt ein Gespräch, nachdem sie sich jetzt schon einmal getroffen hatten. Ja, und dann würde ich auch direkt in die Szene starten. Ja, sehr gerne. Ihre Stimme fliegt über die Lichtung direkt in mein Herz. Das Lied, was sie singt, ist eine ruhige Version von Hallelujah von Oh Wonder. Kelsey begleitet sie auf ihrer Gitarre. Ein paar andere singen den Chorus mit ihr. Aber als hätte jeder hier gemerkt, was für ein Wahnsinnstalent sie hat, überlassen sie ihr die Bühne. Ich trete näher heran, fühle mich geschützt, weil alle Aufmerksamkeit auf ihr liegt und betrachte sie ausgiebig. Sie trägt ein schwarzes Top zu Jeans-Shorts, unter deren einem Hosenbein ein schmaler Schriftzug hervorblitzt. Die blau-lila Haare fallen ihren weichen Locken über den Rücken und ich frage mich, warum sie sich von ihrem natürlichen Blond verabschiedet hat. Das Blau steht ihr gut. Es verleiht ihr etwas Rebellisches, fast schon Trotziges. Aber bei genauerem Hinsehen ist sie immer noch die weiche, zärtliche Violet, die ich vor knapp einem Monat bei O'Hara kennengelernt habe. Sie hält die Augen geschlossen. Das Lagerfeuer wirft warmes Licht auf ihre leicht gebräunte Haut. Die vollen Lippen zittern beim Singen. Bei den hohen Tönen verzieht sie das Gesicht und bewegt die Hände, weil sie jeden einzelnen Ton so intensiv spürt, dass sich ihr ganzer Körper beim Singen bewegen muss. Ich atme schwer ein, versuche ihren Gesang nicht zu nah an mich herankommen zu lassen. Aber Musik hat schon immer ihre ganz eigene Faszination auf mich ausgeübt. Genauso wie Menschen mit einem Talent wie ihrem. Ihre Stimme ist ein Geschenk, in dessen Licht ich mich baden will. Doch ehe ich mich sammeln kann, ist der Song vorbei. Sie öffnet die Augen und sieht mich direkt an, als hätte sie genau gespürt, wo ich stehe. Mit einem Blick in ihre blauen Augen habe ich das Gefühl, dieser Sommer könnte der beste meines Lebens werden. Sie beginnt zu lächeln und ich bilde mir ein, ihr Lächeln wäre nur für mich. Aber dann höre ich, wie die anderen applaudieren. Schnell stimme ich in den Applaus mit ein. Violet beugt sich zu Kelsey, flüstert ihr etwas ins Ohr und steht auf. Mein Herz macht komische Dinge, als sie auf mich zukommt. Hey, begrüßt sie mich leise. Hey. Plötzlich habe ich keine Ahnung, was ich zu ihr sagen soll. Ich, der sonst immer einen blöden Spruch auf den Lippen hat, bin tatsächlich sprachlos. Gar nicht cool. Wollen wir ein Stück gehen? Fragt sie und deutet auf das Waldstück, durch das wir zu den Schlafhütten kommen. Ich nicke und leite sie von der Gruppe weg. Der Kies knirscht unter unseren Schuhen. Der sanfte Wind trägt das Gelächter der anderen und den salzigen Geruch des Meeres durch den Wald. Meine Gedanken kreisen um ein Gesprächsthema. Haare, Gesang, Anprobe, das Camp. Also setzt sie in dem Moment an, in dem ich mich für ihre Haare entscheide. Schlumpfblau? Frage ich und würde mir dafür am liebsten sofort einen Arschtritt verpassen. Schlumpfblau? Echt jetzt? Was Besseres konnte mir nicht einfallen? Tja, mein Name ist Maddox. Sie kichert. Ich brauchte mal eine Veränderung. Außerdem ist das kein Schlumpfblau, sondern eine sehr perfekte Mischung aus After Midnights und Violet Nights. Violet Nights gefällt mir. So würde ich ein Lied nennen, wenn ich es für sie komponieren würde, aber es gibt eine Haarfarbe, die deinen Namen trägt? Frage ich irritiert nach, was sie nur noch mehr zum Lachen bringt. Es gibt Menschen, die nach Farben benannt werden, so wie ich, erklärt sie amüsiert, und ich frage mich, auf welcher Leitung ich heute stehe. Offenbar haben mich all die Gespräche so sehr gefordert, dass ich nur noch dumme Sachen von mir geben kann. Ist eine schöne Farbe. Ich schiele zu ihr hinüber. Sie hat die Hände in die hinteren Hosentaschen geschoben. Die Haare fallen ihr wie ein Vorhang ins Gesicht und verbergen ihre Reaktion. Und ein noch schönerer Name. Mit einer Hand streicht sie sich die Haare aus dem Gesicht, klemmt sie hinter ihr Ohr, das erstaunlich viele Ohrringe trägt. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Danke. Irgendwie hört sie sich irritiert an.
Was ist los? Frage ich neugierig. Ich habe dich anders in Erinnerung, gesteht sie. Wir sind stehen geblieben, mitten in dem Waldstück, unter einer der Laternen, die die Jungs hier aufgehangen haben. Die Geräusche vom Lagerfeuer sind bloß noch ein dumpfes Hintergrundrauschen. Viel lauter ist das Zirpen der Grillen. Aber du mich womöglich auch. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, aber Scarlett wollte mir deine Kontaktdaten nicht geben. Ja, sie hat's mir auf der Modenschau erzählt. Ich gebe meine Daten nur noch an sehr ausgewählte Leute raus. Hab mal eine ziemlich schlechte Erfahrung gemacht. Tut mir leid, dass du mich nicht erreichen konntest, höre ich mich sagen und frage mich, wieso. Ich kenne sie kaum. Nur weil ich ihrer Schwester vertraue, mit meinen Daten sensibel umzugehen, heißt das nicht, dass auch Violet automatisch mein Vertrauen hat. Eine schlechte Erfahrung? Ich schnaube belustigt auf. Hatte mal einen verrückten Fan in meinem Apartment, als ich vom Tonstudio zurückgekommen bin. Das hört sich übel an. Oh, glaub mir, das ist noch nicht alles. Sie hebt gespannt eine Braue. Er hat nackt auf meinem Bett auf mich gewartet. Oh mein Gott, nicht dein Ernst? Sie presst eine Hand auf ihren Mund, um das Lachen aufzuhalten, das sich den Weg in die Nacht bahnen möchte. Ich stimme mit ein. Jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment selbst wäre ich am liebsten schreiend aus der Wohnung gelaufen und hätte mich nie wieder umgedreht. Das Bett habe ich danach jedenfalls verschenkt. Das wollte ich mir nicht mal mehr ansehen, geschweige denn drin schlafen. Und kurz darauf bin ich umgezogen. Seitdem gebe ich meine private Nummer und meine Adresse nur noch ganz ausgewählt raus. Das verstehe ich zu gut. Sie schüttelt immer noch lachend den Kopf. Manchmal kann ich nicht glauben, wie verrückt Menschen sein können. Oh, glaub mir, ich habe schon sehr viele verrückte Menschen getroffen. Aber der Typ war die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich schiebe meine Hände in die Hosentaschen. Jedenfalls wollte ich dir sagen, es ist schön, dass du hier bist. Ihre Augen weiten sich überrascht. Sie öffnet den Mund, schließt ihn wieder, beginnt zu lächeln. An ihrem Kinn bildet sich ein Grübchen. Als Scarlett mir von dem Camp erzählt hat, konnte ich nicht widerstehen. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du es leitest, hätte ich... Sie lässt den Satz ins Leere laufen. Aber ich weiß auch so, was sie sagen wollte. Wenn sie gewusst hätte, dass es mein Camp ist, wäre sie nicht hier. Ich habe mir viel Mühe gegeben, nicht durchsickern zu lassen, dass ich das Gelände gekauft habe. Ich versuche, mich so nah wie möglich an der Wahrheit entlang zu hangeln. Sogar der Kauf lief anonym ab. Ich wollte nicht riskieren, dass es hier vor Paparazzi nur so wimmelt, bevor die Kinder überhaupt anreisen. Oh, wow. Also wusste Scarlett es auch nicht? Violet wirft mir einen prüfenden Blick zu. Mir bricht der Schweiß aus. Wenn ich ihr jetzt die Wahrheit sage, breche ich das Wort, das ich Scarlett gegeben habe. Und sehr wahrscheinlich wird Violet einfach wieder verschwinden. Falls sie es gewusst hat, sollte ich mich dringend auf die Suche nach dem Plappermaul machen, entgegne ich möglichst gelassen. Die Worte gehen so glatt über meine Lippen, dass ich mich allein dafür schäme. Violet hat es nicht verdient, belogen zu werden. Und dieses Lächeln, das sie mir nun schenkt, habe auch ich nicht verdient. Ich frage sie für dich, bietet sie mir an. Aber wahrscheinlich war es einfach nur ein verdammter Zufall, dass wir nun hier stehen. Wahrscheinlich. Ich ringe mir ein Lächeln ab. Sie beißt sich auf die Unterlippe. Wobei es so ein großer Zufall ja nicht sein kann. Immerhin hast du meine Bewerbung gesehen. Du hast mich eingestellt. Um ehrlich zu sein, habe ich das alles Serena überlassen, gestehe ich ihr. Ich hatte keine Zeit dafür und wollte nicht damit in Verbindung gebracht werden. Serena kümmert sich auch sonst um meinen Bürokram und meine sozialen Medien. Ohne sie wäre ich vermutlich restlos überfordert. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Hey, sie grinst mich spielerisch an. Was denn? Du wirkst nicht gerade, als wärst du ein Typ für das Ganze drumherum. Ach ja? Ich mache einen Schritt auf sie zu. Sie weicht kein Stück zurück. Wie wirke ich denn auf dich? Frage ich mit der Stimme, mit der ich schon so manche Frau in die Flucht geschlagen habe. Es ist ein Test. Einer, den ich mir sparen sollte, weil sie in den nächsten 12 Wochen meine Angestellte ist. Aber ich kann nicht. Dazu gefällt sie mir zu gut. Entgegen so manch anderer Frau, die mir im Laufe meines Lebens schon begegnet ist, kommt sie auf mich zu, bis sie ganz dicht vor mir steht. Sie hebt den Blick, sieht mir fest in die Augen,
lächelt. Wie jemand, der sich nimmt, was er will. Schätze, du kennst mich schon ziemlich gut. Sie lacht in sich hinein. War nicht so schwer zu tippen. Was hat mich verraten? Frage ich. War es der Rockstar-Vibe oder doch eher die Tattoos? Keins von beidem. Sie legt ihre Hand an meine Brust, direkt über mein schneller schlagendes Herz. Ich will meine eigene Hand über ihre Finger legen, sie dazu bewegen, mich nicht wieder loszulassen, aber ihr Blickkontakt ist wie ein Bann. Er macht mich unfähig, irgendetwas anderes zu tun, als mit angehaltenem Atem auf ihre Antwort zu warten. Als sie schließlich kommt, bin ich überrascht. Es war dein großspuriges Lächeln. Ich grinse. Das hier? Sie lacht. Genau das. Als sie ihre Hand wieder sinken lässt, fange ich ihre Finger ab und verschränke sie für einen Moment mit meinen. Die Luft zwischen uns knistert förmlich. Ich lasse meinen Blick zu ihren Lippen gleiten. Mein Gewissen habe ich irgendwann auf dem Weg durch das Waldstück verloren. Und, denkst du, ich komme damit durch? Mit deinem Grinsen oder dem Rockstar-Vibe? Sie hebt eine Braue. Soll Frauen geben, die dagegen immun sind? Sie lässt meine Hand los und tritt einen Schritt zurück. Oh, der tat weh. Gespielt gekränkt lege ich eine Hand auf mein Herz und tue so, als hätte sie mich tödlich verwundet. Sie kichert und dreht sich dann schwungvoll um zurück zum Lagerfeuer zu gehen. Ich folge ihr mit ein bisschen Abstand und murmle so laut, dass sie es auf jeden Fall hören kann. Ich kann nicht glauben, dass sie denkt, ich wäre einer von denen. Ihre Schultern beben unter ihrem stummen Gelächter und das Grinsen in meinem Gesicht bleibt, bis ich ein paar Stunden später endlich ins Bett falle. Das klingt sehr, sehr gut. Und ein bisschen nach Bad Boy, kann das sein? Ja, er hat so einen leichten Bad Boy-Vibe an sich. Er ist auch also das Buch hat auch tatsächlich eine Triggerwarnung, weil es sehr viel um Burnout, Depressionen und sowas geht. Also da empfehle ich auf jeden Fall, das auch zu lesen. Er ist einer von meinen sehr düsteren Charakteren. Aber im Grunde seines Herzens ist er. Es ist mein Liebling. Maddox ist mein Liebling. Deswegen musste ich auch aus dem Buch vorlesen. Aber sehr gut, dass du das mit der Triggerwarnung auf jeden Fall nochmal erwähnt hast. Dann kann man ja nochmal schauen, ob das Buch was für sich ist. Vielen Dank auf jeden Fall. Eine allerletzte Abschlussfrage habe ich noch, denn ich habe gehört, du bringst auch eine NA-Trilogie raus nächstes Jahr. Stimmt das? Genau. Okay. Piper Verlag kommt nächstes Jahr die California Dreams Reihe. Da geht es auch um drei Geschwister, die ihre Liebe in den Büchern finden dürfen. Jedes Buch lässt sich unabhängig voneinander lesen. Hat super viel mit Social Media zu tun. Die ersten beiden Protagonisten sind zum Beispiel beide YouTuber. Er macht Vanlife und Minimalismus und sie macht eher so DIY-Kram und sammelt einen Haufen Dinge um sich herum. Und dann tauschen die beiden für 4 Wochen ihr Leben und ja, verlieben sich nicht nur in das Leben des anderen, sondern auch in einander. Das klingt super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Teaser schon gegeben hast. Und Dankeschön auch, dass du aus dem Buch von eben vorgelesen hast, How to be Happy Faltensturm, falls du dich immer noch mal angucken wollte. Dankeschön, dass du da warst, liebe Kim. Ja, danke auch. Ja, das war Kim Leopold mit How to be Happy Faltensturm. Ich finde aber, die NA-Trilogie, die sie gerade angekündigt hat, klingt auch ziemlich spannend. Ich bin bei YouTube sowieso immer sehr schnell into it und sie hat das schon sehr, sehr gut angeteasert. Und was vielleicht auch noch spannend zu erwähnen ist, Kim designt auch Cover. Also falls da noch jemand Interesse hat, kann man sich vielleicht sogar auch noch an sie wenden. Genau. Und es geht natürlich auch gleich weiter. Wir widmen uns jetzt aber wie immer noch mal einem anderen Genre und gucken noch so ein bisschen in was anderes rein. Ein kleines bisschen kann ich schon anteasern. Es wird auch ein bisschen um Liebe gehen. Es wird ein bisschen um Familiendrama gehen. Und wir haben ein bisschen zum ersten Mal eigentlich für heute auch einen kleinen Blick in die Vergangenheit. So viel kann ich vielleicht schon verraten. Und ich hoffe, euch geht es allen soweit noch gut. Macht euch vielleicht noch mal einen Kaffee. Geht noch mal schnell auf Toilette, bevor es weitergeht. Ich glaube, wir soweit sind versorgt. Halten wir noch durch? Wir halten noch durch Sehr und ich schön. hoffe, ihr zu Hause auch. Also was wir auf jeden Fall sagen können, es haben sich sehr viele genauso gemütlich gemacht wie Sehr wir. gut. Die Chips wurden rausgeholt, es wurde Jogginghosen gegen die Jeans vom Tag getauscht. Also wir sind nicht alleine mit unserer bequemen Ihr könnt es auch, Kleidung, wie Anne. gesagt, sehr, sehr gerne unter dem Hashtag Tolino Story Days teilen. Ihr könnt generell alles die nächsten Tage teilen. Aber während ihr die Fotos macht, würde ich mal abgeben und weiter geht's.